So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Karazhan bei Game Master TV. Wir schweben durch die Gegend. Hier ist Kurator, ne? Den haben wir gerade gesehen. Und wir kommen jetzt hier in die Halle. Offiziell ist man mir schön hier runtergelaufen. Hatte dann hier die Trashmob-Gruppen, wobei hier ein paar wenige sind. Hier gehören normalerweise noch mehr her. Und dann durften irgendwie nur Nah- oder Fernkämpfer auf diese Wurmviecher gehen und die anderen Kämpfer nur auf diese Dicken. Das ist hier auch nicht so. Hier kann jeder auf alles gehen. Und die Leute haben irgendwann dann aber auch abgekürzt. Wir schauen uns das hier mal ein bisschen an. Das ist doch wunderschön, oder? Ist das nicht wunderschön hier? Ist das nicht toll gemacht? Ja, also die meisten Rätsel, die kürzen dann immer ab, indem sie hier hinten runterspringen. Na, hier runter. Und dann machen sie hier quasi weiter. Gehen dann hier durch. Hier ist ein Questgeber für die Questreihe beispielsweise. Das ist hier, hohe Decke und alles. Wirklich, wirklich schön gemacht. So, wenn man bei dem Questgeber hier war, dann muss man hier weitergehen. Dann ist hier hinten der zweite Questgeber, bei dem man was abgeben muss. Da muss man, glaube ich, nochmal zu dem da vorne zurück. Und dann gehen die Leute hier durch. Die meisten sparen hier die Mobgruppen aus, um sich dann hier nach oben zu bewegen. In Richtung Siechhuf und in Richtung Aran. Die beiden Herren werden wir auch gleich noch sehen. So. Ist doch wirklich eine feine Sache. Hier gehen wir mal ein bisschen höher, um es anzuschauen. Hier haben wir einen Raum mit vielen zerbrochenen Fensterscheiben. Und durch den Raum muss man durch. Da pullt man normalerweise hier diese Gruppen da. Also man nimmt die Gruppe und den da hinten. So, und den hier auch noch, weil der hier immer so rumspackt und bewegt sich dann hier rechts möglichst an den Regalen vorbei in Richtung des Ausgangs da hinten und lässt hier dann einige Gruppen nebendran liegen. So, schöne viele Bücherregale, schöne Wandbehänge und wir begeben uns weiter nach oben. Auch hier nochmal eine kleine Ansicht von oben, schön, schön. Hier oben sind die Geister, eine große Bibliothek und es geht weiter nach rechts. Ein Stückchen nach unten. Wirklich, wirklich schön. So, hier haben wir jetzt ein verdächtiges Bücherregal. Zu dem gehen wir hin und das machen wir auf. Ui, schwingt es zur Seite und hier geht es rein und... ein Stückchen nach unten. Die Decke ist auch ganz nett. Kann man nichts sagen. Na, ist doch wirklich... hat doch was. Und jetzt links wird uns jemand begrüßen, nämlich der Herr Terestrian Siechhuf mit seinem Freund, dem Kilrek. Na, der beschwert dann Portale hinten dran und da kommen Wichtel raus und die muss man töten und palim palim. Ja, ist ein ganz lustiger Kampf. Die beiden, hätte ich jetzt fast gesagt, sehen auch nett aus, aber ganz ehrlich, der ist, hat sowieso ist ein Zappel-Philipp. Und dieser Blick hier, naja, der verheißt nichts Gutes, um ganz ehrlich zu sein. Tja, ja, und sehr haarige Arme und Schultern hat er. Mein lieber Freund, langen Schwanz, aber das haben sie beide. So, hier liegt, ah, guck mal, da liegt eine verkohlte Leiche rum. Oh, meine Fresse. Aufgerissenem Mund. Ist ja sehr stylisch. Okay, wir gehen mal wieder weg vom Herrn Siechhuf und begeben uns in Richtung Arans Schemen. Natürlich immer mit der gebotenen Gemütlichkeit, denn Gemütlichkeit und Harmonie sind mir wichtig, das wisst ihr. Deswegen schön langsam das Bücherregal wieder aufmachen. Juhu. So, da kamen wir her und da gehen wir hin. Was da? Nix. Wir blicken wieder nach unten. Ach, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich würde gerne in einem hohen Haus wohnen mit einem riesigen Panoramafenster, um schön rauszugucken. Am liebsten auf irgendeinen Fluss. Das wäre so schön. So, hier geht's zu Aran und hier geht's dann weiter hoch, aber wir gehen jetzt erstmal zu Aran. Aran funzt leider auch noch nicht richtig hier. Der macht einen extrem heftigen Blizzard und ein paar andere unschöne Sachen. So, da ist Arans Schemen. Hallo, mein Freund.
Ja, heute musste nicht leiden, heute bin ich nur zum Schauen hier. Also mach dir nichts draus. Eine große Bibliothek, ein riesen Bücher hat der, überdimensional große Bücher. Wer soll solche Bücher tragen? Der Hämfling da? Also da haben sie ein bisschen Designfehler. Also so riesig Bücher, wie gesagt, das ist in keinem Größenverhältnis. Hätten sie lieber die Textur von kleinen Sachen genommen, also von kleinen Büchern, anstatt hier so riesen Bücher reinzupacken. Aber okay, die Decke ist okay. Wir haben ja vorhin gelernt, es lohnt sich immer mal zur Decke zu schauen. Hier landet man übrigens auch, wenn man sich unten hochporten lässt von dem Portmeister und läuft dann hier raus. Und das ist dann die erste Gruppe, die einen erwartet, wenn man sich geportet hat. So, wir begeben uns dann, oh schau mal, eine schöne quadratische Deckengedöns. Ja, ich bin kein Architekt und ich bin kein Stuckateur und ich mache ja keine Decken. Ich kenne mich mit den ganzen Fachbegriffen nicht so aus von den Decken. So, dann geht's hier rein und hier gibt es noch mehr Bücher. Selbstverständlich, Karasan, das sind alte Buchfetischisten. Und wir kommen hier hinten dann in Richtung von den Astralen, die schon mancher Raidgruppe zum Verhängnis wurden, weil auch die spalten ohne Ende. Oh, jetzt hänge ich hier an der Decke fest. Moment. So. Verzeihung, kurz mal räuspern, gemusst. So, hier, wir schauen mal, ob wir auch hier eine schöne Aussicht haben. Eher nicht. Ein bisschen trist, ne? Aber da soll man auch nicht rausgucken. Hier muss man aufpassen, wenn man hier als Otto-Normalspieler läuft, kann sein, man fliegt über die Kante und ganz, 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 ganz tief nach unten und ist tot. Ja, kann passieren. Also immer schön zusammenbleiben. Ja, hier sind diese Astralen. Und die hauen eine mörderische Kelle raus. Also da soll die wirklich nur der Tank dran stehen, davor stehen. Sonst ist übel. Und sie sollten tunlichst alleine gepult werden. Ich meine, man kann auch zwei notfalls noch verkraften, wenn die Leute gut sind, aber ja. So, hier haben wir nur einen Kronleuchter oben und ansonsten ist hier, ja, Tür auf, Fenster auf, ne? Nach dem Motto. Da kann es reinschiffen ohne Ende. Wundert mich, dass hier noch nichts unter Wasser steht. So, hier unten geht es weiter in Richtung Schachevent und hier oben geht es in Richtung Nethercroll. Wir gehen jetzt erstmal höher in Richtung Nethercroll, der hier auch noch nicht richtig funktioniert. Den kann man momentan nicht machen, weil der bricht durch die Tür durch. Und der steht dann hier irgendwo rum, ja, und tötet die Leute. Das ist blöd, weil der hat eine zu große Akku-Range. Und ihr zieht quasi, sobald ihr den Raum betretet, zieht ihr von Nethercroll Aggro. Und dazu kommt, dass er die Portale in seinem Allerwertesten spawnt und nicht hier, wo sie normal hingehören. Dass hier ist ja normalerweise ein Portal, da drüben ist normalerweise ein Portal und da hinten. Und das läuft nicht so, wie soll. So, das hier ist Nethercroll. Ihr seht auch, Nethercroll ist ein sehr belesener Mann, hat hier ein komisches Auge, was aussieht wie Flugbahn von Planeten. Hier auch wieder ein Globus. Hier unten ist es ein Ei? Eieiei, das ist tatsächlich ein Ei. Aber schon ein bisschen aufgeschlagen. Was haben wir denn hier Hübsches? Ach komm, ach, das ist aber hübsch gemacht, oder? So ein schöner Brunnen und eine kleine Miniaturfigur. Ein bisschen Edelsteine. Also wirklich, und hier soll es aber wohl ein Samtkissen darstellen. Also wirklich, man sollte sich echt mal die Zeit nehmen, sich die Details anzuschauen. Da ist wirklich sehr, sehr viel Liebe reingewandert. Auch diese Decke hier. Ja, wer von euch achtet denn bitte schon auf diese Decke, die einem Himmel nachempfunden ist, wie es aussieht? Ja, hier dieses Fernrohr. Na, beim Reden hat man oftmals nicht die Zeit oder es interessiert dann auch nicht so, dass einem diese Sachen auffallen. Und das ist doch schön, wenn man hier jemanden hat, der sich darum kümmert, dass ihr auch mal sowas zu Gesicht bekommt. Auch schön. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Herr Nethercroll, wir müssen Sie wieder verlassen. Sie dürfen hier weitere Runden ziehen, aber wir müssen in Richtung Chess-Event gehen. Richtung Schach-Event. Das, ja, soll ich es wirklich sagen? Ja, das hier auch nicht richtig funktioniert, beziehungsweise gar nicht funktioniert. Das bedeutet, man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass es den Loot, den es normalerweise beim Schach-Event geben würde, zusätzlich gibt, wenn man den Prinzen getötet hat. Also der Prinz gibt quasi 5 Marken und doppelten Loot. Von daher lohnt sich der Prinz natürlich doppelt.
So. Ist klar bei doppeltem Loot. Hier stehen noch die Zauberfresser rum. Die waren seinerzeit auch sehr beliebt, weil sie ziemlich reinhauen. Auch wieder Bücher in Hülle und Fülle, auf dem Boden auch. Hier quasi die Toblerone unter den Büchern. Und wir begeben uns weiter hier hoch. Da sind wir hergekommen. Da gehen wir hin. Und riskieren natürlich wieder mal einen Blick nach unten. Einfach schön. Einfach schnuckelig. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. So, hier noch ein schöner Raum ohne besonderen Nutzen und ohne Decke. Verzeihung. Ja, vom vielen Reden kriegt man trockene Munden. Da muss man sich mal hin und wieder räuspern. Das ist ganz normal. Ja, so ein Riesenbuch. Ja. Nämlich so an große Bilderbücher, die man Kindern, so kleinen Kindern gibt, diese so überdimensionale Bücher. Ich weiß nicht, warum man Kindern überdimensionale Bücher gibt. Wahrscheinlich, weil sie es besser greifen können. Also da, ich denke nicht, dass man Angst hat, dass sie Bücher essen würden. So, das hier ist der Händler. Hier gibt es Rezepte. Dazu gehe ich hier mal kurz rein, damit wir das sehen. So, hier gibt es beispielsweise Vorlagen für mächtige Erdsturmdiamanten, Formel für Ringen schlagen, Mats eben, und man kann reparieren. So, gehen wir wieder raus hier. Schauen uns an. So, hier ist die nächste Tür. Von da sind wir gekommen. Da gehen wir hin. So, ihr seht, wir sind hier beim Schachevent. Normalerweise geht man hier runter. Ja, wenn man das Schachevent macht, übernimmt man für gewöhnlich die Figuren und greift damit die Figuren die anderen Figuren an und zieht es den König, also entweder den König Liane oder den Kriegsherr mit dem schwarzen Faust zu töten. Wenn man das erreicht hat, erscheint die Kiste, die da hinten rumsteht, und man bekommt Loot. Das passiert hier leider nicht. Die Figuren lassen sich nicht vernünftig kontrollieren, sie bewegen sich nicht. Und der Kampf dauert bis in alle Ewigkeit. Hier ist Medivh, das Echo Medivhs, das immer schön am Schummeln ist. Schwarzes Schachfeld. Oh, hatte ich deine Mutter schwarzes Schachfeld genannt? Ist aber böse. Ich glaube, das liegt daran, dass wir noch GM anhaben. Der müsste gleich verschwinden. Ja, jetzt verschwindet er. Jetzt ist schwarzes Schachfeld ist nach Hause gegangen und die Truhe auch. Die sieht man jetzt auch nicht mehr. Die ist auch nach Hause gegangen. Also, wie gesagt, hier gibt es leider keinen Loot. Das ist schade. Ich habe das Schachevent eigentlich immer ganz gerne gemacht. Dafür muss man dann zum Prinzen gehen. Hier geht es dann links und rechts zum Prinz hoch. Normalerweise bleibt man dann immer hier schön stehen und wartet, bis der Tank hier die Tür aufgemacht hat. Denn hinter der Tür lauern die Fleischbestien oder die Fleischbätschen, wie man auch sagen kann. Und die hauen auch eine ganz ordentliche Kelle raus. Wahnsinn. So, normalerweise geht es jetzt hier weiter in Richtung Prinz, aber wir sind ja hier zum Sightseeing. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal links und schauen, was links ist. Na, wie viele von euch sind denn schon jemals hier links gegangen und haben sich hier mal umgeguckt? Wahrscheinlich nicht so viele. Hier eine große Fleischbestie bewacht die Tür zu Medivhs Gemächern. Medivhs Gemächer, ja. Wir haben hier schöne Samtkissen. Wir haben in der Mitte, keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht eine Feuerstelle oder sowas. Wir haben hier Statuen von Kämpfern und Schädel und alles Mögliche. Hier nochmal sowas, viele Spinnenhuddeln drin und eine Tür. Die machen wir natürlich auf. Und hier geht's ins nächste, in den nächsten Raum mit Kleiderschrank, mit einem Schreibtisch und einem Stuhl. Hier, guck mal, Bilderbücher. Naja, schreibt er viel. Und da ist der gnädige Herr. Also ein Abbild von ihm, nochmal ein Abbild von Medivh. Na, und Medivh schläft da nicht irgendwo. Medivh schläft natürlich in einem erhöhten Bett, selbstverständlich. Ja. Hier so würdig, ne, wenn man da aufwacht, schön runtergucken aufs Volk. Ich glaube, ich lasse mir auch mal so ein Bett bauen, wenn ich mal reich bin. Hier sein Thron oder was immer das darstellen soll. Da nochmal sein Thron. Wahrscheinlich muss ich die Throne wechseln. Das tut vermutlich der Arsch irgendwann weh. Ja, wir fliegen mal hier raus und schauen uns hier mal um. Hier haben sich die Fleischbestien eingenistet. Wieder viele Bilder, viele Samtkissen. Und eine Treppe. Die Treppe, die kennt ihr aber. Denn das hier ist die Treppe, die man normalerweise hochgeht, wenn man in die andere Richtung geht. Ja, also wir haben hier gesehen, hier ist das Schachevent dahinter. Und wir sind vorhin jetzt hier hochgegangen, sind quasi oben einmal im Kreis geflogen. Und sind dann hier die Treppe wieder runter, die wir jetzt hochgehen. Hier geht es übrigens auch noch raus. Hier ist ein Balkon. Ja, von dem aus man hier runter gucken kann.
Das haben Balkone so an sich, dass man runtergucken kann. Da ist nichts dabei. So, wir gehen aber weiter. Die Treppe nach oben, Decke. Wir haben in Medivs Ding nicht in die Decke geguckt. Lass uns mal in die Decke gucken. Ob wir da noch irgendwie was übersehen haben. Nee, ist eine ganz normale Decke. Okay, gut. Dann gehen wir eine Etage weiter hoch. Die Treppe, die Treppe, die Treppe. Und hier geht es auch noch lang. Hier nicht, aber hier. Hier ist noch eine Fleischbestie. Hier fliegt ein Greif oder ein Drache, also ein Skelettgreif. Und hier ist ein Balkon, wo man auf die andere Seite rausgucken kann. Auch da sieht man jetzt nicht übermäßig viel. Und hier ist noch ein Raum. Den haben wahrscheinlich auch die wenigsten von euch bisher betreten. Hier ist so ein komisches Teil drin mit so, ja, so komischen Steinen. Ja, sehen ein bisschen aus wie so Gelee-Bohnen oder sowas. Ja, also wenig spektakulär und hier oben ist dann quasi der Zugang zum Prinzen. Also wir gehen, ja, warte mal, na, lass uns mich hier runter. Ich komme nicht mehr runter. Ich habe mich jetzt irgendwie hier blöd hoch. Da müssen wir hier hinten. Also, wir sind hier reingegangen, ne, gerade eben. Und wenn man die Treppe hier weiter nach oben geht, dann landet man hier oben. Da steht jetzt noch eine Fleischbestie rum. Das ist die letzte Fleischbestie zwischen uns und dem Prinzen. Lustigerweise sieht man hier nichts von dem Prinzen sein Areal. Nur wenn man durchgeht. Das ist quasi so ein Haus. Das sieht von außen irgendwie größer aus, als es tatsächlich ist. Beziehungsweise es ist innen größer, als es von außen aussieht. So rum. So, und jetzt geht's hier durch. Hier ist die Tür. Und hier steht der Prinz Malkasar, den man dann als finalen Boss besiegen muss. Ja, so sieht's aus, meine lieben Freunde. Man kann hier auch schön hoch, kann sich hier noch ein bisschen umgucken. Drüben sieht auch sehr, sehr schön aus. Alles einfach. Karasein ist einfach eine schöne Instanz. Da kann man sagen, was man will. Ja, so. Gut, meine lieben Freunde, das war's erstmal von unserer Karasein-Besichtigung. Wir sind einmal komplett durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ich schalte auch zur nächsten Folge von GMTV wieder ein oder eben generell zu meinen Videos. Bis dahin, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr hier zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.